Julius Perstaller. René Xellmann. Und Andi Schrott. Drei Spieler, die derzeit in Grün-Schwarz für Erfolge in der ARIG ersten Liga sorgen. Der FC Wacker Innsbruck hat sich nach dem sportlichen Abstieg gewandelt. Jetzt können die drei gemeinsam mit ihren Mannschaftskollegen von der Tabellenspitze aus die Aussicht genießen. Die Lust aufs Tore schießen und die Gemeinschaft zeichnet den FC Wacker Innsbruck derzeit aus. Auch wenn die Spieler sich noch ein wenig in der Öffentlichkeit vorstellen müssen. Mein Name ist Xellmann René, ich bin 23 Jahre alt und komme aus Graz. Mein Name ist Andi Schrott, bin 26 Jahre alt und komme aus Amsterdam. Ich bin der Julius Perstaller, bin 19 Jahre alt und wohne in Bolling. Auf Wolke 7 schwimmt die Angst das aber nicht. Hier wird nur das gastronomische Angebot genutzt. Getrotzt wird auch den heftigen Windböen auf der Hungerburg. Gemeinsam wollen die Spieler mit dem FC Wacker wieder in die höchste österreichische Spielklasse. Das ist, glaube ich, vom ganzen Verein das Ziel, vom Trainer angefangen bis zur weiß nicht, Putzfrau. Also wir wollen, ziehen alle an einen Strang und wir wollen sicher in die Bundesliga. Ich hoffe, heuer schon der Aufstieg, aber wenn es heuer nicht klappt, dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Es soll ja eine unserer Funktionen sein, auch eine Vorbildwirkung für die Jungs haben, dass sie auf, zu jemandem aufschauen können. Und wir müssen es jetzt wieder schaffen, so schnell wie möglich in die Bundesliga zu kommen, um den Effekt vielleicht noch auszubauen. Andi Schrott hat bei der Neugestaltung des Vereins eine Führungsrolle übernommen, mit der er sich sehr wohl fühlt. Natürlich, ich wollte dabei gern mitarbeiten. Die Rolle hat mir mal zugedacht und ich bin froh, dass ich da geblieben bin. Und ich glaube, ich habe bis jetzt die Rolle ganz gut im Griff. Julius Perstaller hat bereits zweimal ins gegnerische Tor getroffen und freut sich, mit der Wacker-Ikone Sammy Kuyu im Sturm spielen zu können. Ja, Sammy Kuyu, der ist natürlich, hat natürlich eine lange Geschichte bei Wacker und er ist natürlich ein Vorbild für mich und er hilft mir in jeder Situation weiter, was ich besser machen kann und was ich verbessern sollte. Ja, da hilft er mir sehr. René Xellmann ist ein Neuzugang bei Grün-Schwarz. Gemeinsamkeiten im Team wurden aber schnell gefunden und das Einleben in die neue Stadt entsprechend verkürzt. Naja, natürlich gibt es immer kleine Gruppenbildungen, weil das ist unmöglich, dass 20 Spieler zusammen was machen. Und ja, da gehört jeder seiner Gruppe an, mit der er sich am besten versteht. Und da geht man zusammen Mittagessen oder auf einen Kaffee und das passt gut so. Ja. Beim Wordrap zeigt sich, dass die Spieler auch unterschiedliche Interessen haben. Meine Lieblingsband ist U2. Lieblingsmusik? Das kommt immer auf meine Laune davon, was ich kochen will, aber am liebsten R&B. Lieblingsmusik ist Hip-Hop. Ich bin nicht so eine Bücherratte, aber von Paulo Coelho lese ich ganz gern Bücher. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Ich bin nicht so eine Bücherratte. Das ist die Biografie von Diego Maradona. Ich esse ganz gern Steak, wobei ich alles Esser bin. Essen? Ja. Pfeffersteak, zum Pfeffersteak habe ich noch nie nachgesagt. Piccata Milanese? Quer durch, also gibt es eigentlich nichts. FIFA 08, Fußballspiel auf der PlayStation 3. PlayStation 3. Borussia Dortmund. Seit einigen Jahren bin ich schon Fan von FC Chelsea. FC Barcelona. Am 23. August kommt es um 17 Uhr zum Heimspiel gegen die Red Bull Juniors aus Salzburg. Dann hoffen Julius, René und Andi auf Unterstützung der heimischen Fans, damit der FC Wacker auch weiterhin ganz oben steht.